Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von World of Tanks und wir fahren wieder unseren Dreier hier. Diesen Kackpanzer da. Ekelhaftes Teil. Hey, wow, was ist denn gerade los? Wir haben ja schon wieder ein Dreiergefecht. Ich dachte, wir sind verflucht. Aber anscheinend doch nicht. Was haben wir denn so? Eine Vespa als Gegner? Und eine Vespa als Verbündeten. Und die SU-18 ist auch so ein komischer kleines... Hier, das da, das sieht irgendwie... Ich weiß nicht, das ist... Sieht aus wie so eine Maschine, womit man so Basketbälle oder so verschießen kann. Oder Fußbälle. Das Ding ist wie teilweise, also die Zweier-Dreier-Panzer und die Einzelpanzer sehen alle aus wie so... keine Beschreibung dafür, aber einfach noch richtig kacke. Legen wir los! Tier-Vierer, manchmal okay. Oft scheiße. Und hier 5. Ab dann geht's eigentlich. Dann sehen die cool aus. Boah, ich bin froh, wenn ich diesen Panzer hier weg habe, ey. Hui! Ich hab mich gerade leicht gehüpft. So minimal. So. Hui! Ich verschleppe mich mal da hinter den Steinen, als wäre ich gar nicht da. Und dann gucke ich mal, ob da uns irgendjemand uns entgegenkommt und ich ihn einfach mal reinballern kann. Da ist ja einer. Da war einer. Ja, das ist noch einer. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wollte ich verarschen? Ja, komm. Leck mich doch. Unser Munitionslager wurde getroffen. Sie haben uns. Raus. Oh Mann. Ganz im Ernst. Was soll ich's tun? Es reizt einen ja schon irgendwie, ne? Aber das ist so richtig behindert, ey. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Maus. Einfach so, weil ich mich einmal ein bisschen mehr gepanzert fühlen möchte. Dieser Rang 3 ist echt scheiße. Ja, sicher! Nämlich einmal ein Zehner erstmal so viele Zehner auf den Haufen hauen hier, dass es gar nicht mehr geht, oder was? 4, 5, 6, 7, 8 Zehner in beiden Titeln. Die bei uns sind sogar 9, oder was? Ja. 9 gegen 8 Zehner. Übertreibt halt. 17 Zehner, ey. Ja, hier der C92, ne? Das ist eine Bombe. Hier, das ist eine Kanone. Die Kanone ist so groß wie mein Dreierpanzer. Da, das ist ein fettes Teil. Oh ja. Legen wir los! Ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Ich fahr dem hinterher. Alter, was für ein Dicker. Jetzt finde ich wenigstens wieder ein bisschen größer hier. Ich meine, die Maus, ich kann es euch mal eben sagen, für die es nicht kennen, die hat einen großen Nachteil. Oder zwei große Nachteile. Die ist extrem langsam und macht fast keinen Schaden und hat fast keine Durchschlagskraft. Aber das Ding hält so viel aus und hat so eine hohe Panzerung. Ist der schwerste und stärkste gepanzerte Panzer im ganzen Spiel. Das Ding ist echt brutal. Dann fahren wir einfach mal hier durch. Hoffentlich sehen uns die Zähne dann durch. Wobei, hier sind so viele Zähne. Ich habe gerade eben mal kurz die Munition gewechselt auf die Hartkerngeschosse. Das ist Premium-Munition. Die kann man sich auch pro Schuss durch 4.000 oder 5.000 Kredite pro Schuss. Aber gönn ich mir einmal. Der ist tot. Wir sind aber auch schnell, wa? Dafür sind wir eine fahrende Festung.
Doch, so siehst du die Kamera richtig. Das ist die Panzerkamera. Ja. Die ist schon wieder zu weit weg irgendwie. So ist richtig. Da, das ist der Badger, den ich meinte. Den hat Mark geschenkt bekommen. Total mies irgendwie. Da frage ich mich aber, was bringt es eigentlich, wenn die neue Forschungsbäume reinbringen? Aber die neuen Forschungsbäume den Spielern direkt schenken. Was bringt das da? Wozu machen die dann ran? Nicht stehen bleiben! Boah, ich komme ja noch hoch. Ich bin gleich oben. Nur noch 5 Jahre. Jagdpanzer ist hier gibt, ja. Was ist da los? Ich den treff. Piep, glupschen. Ich sieht nicht so aus. Ey, was will der denn von mir? Geh mal woanders anschaffen, Kollege. Aber nicht mit mir. Nicht mit Papa Schlumpf. Jetzt traut er sich nicht mehr. Ein bisschen zurückgehen, weil ich meine, wir sind ja stark gepanzert, aber nicht übermächtig. Leute, ich bin hier oben mit einer Maus. Kommt doch einfach mal ein bisschen hoch hier, damit ich euch unterstützen kann. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich hasse das, ne? Verlust! Der ging voll durch ihre Panzerung! Fahrzeug zerstört! Ist aber ganz nett, ich find's trotzdem ein bisschen behindert, weißt du? Ich meine, ich hab ne Maus. Ich bin ultra hart gepanzert eigentlich. Ich bin gegen Jagdpanzer T10 mach ich auch nicht viel. Aber warum sind die beiden Panzer so feige und fahren so weit nach hinten, damit die gegnerischen Panzer nicht mehr anschießen können, wenn ich da stehe. Wenn ich vorfahren würde und die mit der fahren würden, weil ich kann nicht alleine vorfahren, weil ich mache einfach keinen Schaden. Aber die denken sich einfach, ja, macht das schon oder was. Ist doch behindert. Ich bin echt im Überlegen. Wie sieht das mit dem nächsten Panzer aus? Zählt der als Scout-Panzer oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Egal, wir fahren aber nochmal eine Runde mit denen in der nächsten Folge. Dann Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.